Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinen Kanal. Ja, ich bin's wieder, euer Gras Nicolet. Und yeah, Leute, ich bin wieder zurück hier auf meinen Kanal. Es geht wieder weiter. Die böse Zeit, in der ich keine Videos mehr hochladen konnte, die ist nun vorbei. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall für die Geduld. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich hier ein ganz besonderes Video für euch. Hier zur Feier des Tages, zur Feier meines Comebacks, zeige ich euch mein Rezept für die perfekte Gemüsepfanne à la Graf Nicolet. Und yeah, wir brauchen dafür eine Karotte. Hier eine schöne Bio-Karotte, die brauchen wir nicht schälen. Da schneiden wir hier nur die Zipfel ab hier. So, und hier einen schönen Brokkoli, Butter, ein paar Kidneybohnen. Ja, Gewürze, die zeige ich euch dann später und das war's. Ich würde sagen, wir schneiden uns hier schöne Brokkolistücke herunter. Ja, da kann man auch ruhig hier die großen nehmen. Große, kleine Brokkolis, alle nehmen wir. Ich mag ja Brokkolis sehr gern. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber leckerli. Esse ich auch gern roh tatsächlich. Schon mehr habe ich auch gar nicht mehr. Ich habe schon viel von dem gegessen. Das ist alles, was jetzt noch übrig geblieben ist. So, dann schneiden wir hier noch unsere Karotte hier in Karottenscheibchen. Das machen wir einfach so, yeah. Leute, bitte nicht wundern hier, ich habe mich verletzt. Ich weiß, es sieht fürchterlich aus. Ich war noch nicht im Krankenhaus. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich möchte gar nicht näher drauf eingehen, ist privat. Aber macht euch keine Sorgen. Ich glaube, ich werde nicht sterben. So, hier könnten wir vielleicht sogar noch eine zweite Karotte. Oh nee, nee. Wir lassen das so. Das Ding ist, wir brauchen Butter. Und gar nicht wenig. Leute, wir brauchen auf alle Fälle hier. So ein Stück Butter ungefähr. Ja, das müsste reichen mal für den Anfang. Genau. So, und der Plan ist, wir werden jetzt die Butter zum Schmelzen bringen. Hier ein bisschen schön anwärmen. Dann, also in der Pfanne, dann hier unser Gemüse reinhauen. Wenn wir das geschafft haben, dann werden wir einen Schluck Wasser dazugeben, dass das Ganze sehr schön zu dampfen anfängt. Tun Deckel drauf und yeah, dann tut das so garen in so dieser Wasser-Butter-Mischung und das ist wirklich, wirklich toll. Da werden wir ein paar Gewürze dazugeben. Die sehen wir uns noch miteinander jetzt dann an und yeah, ich würde sagen, ich drehe jetzt mal den Herd auf und wir sehen uns bei der geschmolzenen Butter wieder. So, die Butter ist schon ja zerschmolzen. Es fängt auch hier schon leicht an, hier ein bisschen zu brutzeln. So, das müsste warm genug sein. Wir werden hier gleich mal die Karotten reintun. Und den Brokkoli. So. Unsere Bohnen. Dann tun wir da Wasser rauf. Ja. So ein bisschen. Hier habe ich roten Pfeffer und ja, ein bisschen Kardamom. Das geben wir jetzt hier hinzu. Rühren das Ganze einmal schön um. Und ja, dann tun wir hier den Deckel drauf und lassen das Ganze hier schön Dampf garen. Wir werden ein bisschen zurückdrehen beim Herd. Ich war vorher auf der Stufe 6, jetzt bin ich auf der Stufe 3. Damit das hier alles schön gut hier dampft und gart. Ihr müsst regelmäßig schauen,
ob hier noch genug Butter drinnen ist, genug Flüssigkeit, dass hier alles immer auch weiter dampfen kann, nicht dass uns das hier anbrennt. Und ja, ihr könnt dann eben regelmäßig probieren, ob es schon durch ist. Und wenn das Ganze dann hier durch ist, dann zeige ich euch noch den letzten Schritt. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier ein paar Minuten hier am Dampfen. Und ja, ich gebe euch zwischendurch ein kurzes Update. Soda. Sehen wir uns das hier mal an. Ja, ihr seht hier schon wenig Flüssigkeit. Wir könnten jetzt noch ein bisschen Wasser nachlegen. Oder wir gucken mal, ob es schon durch ist. Da holen wir uns jetzt die Karotte, denn die dauern eigentlich am längsten. Und probieren die einfach mal. Nee, die sind schon gut. Ich denke, das ist jetzt soweit fertig. Wir drehen jetzt mal die Platte ab. Jetzt, Leute. Jetzt gebe ich das hier alles so auf eine Seite. Hier sollte man jetzt, wenn hier noch viel Flüssigkeit vorhanden ist, die Flüssigkeit jetzt quasi wegtun. Wir geben jetzt hier noch mal ein Stück Butter rein. Das wird schön gesalzen. Die Platte habe ich schon abgedreht. Das machen wir jetzt hier nur auf der restwarmen Platte. Da lassen wir jetzt die Butter hier schön nochmal zergehen. So, und dann schwenken wir hier einfach alles mal durch. Sieht herrlich aus. Boah. So, jetzt richten wir das schön an und dann zeige ich euch das. So, unsere fertige, ja, Gemüsepfanne à la Graf's Nicola, wie immer ihr es auch nennen wollt, ist fertig. So sieht das gute Stück jetzt hier aus. Wir probieren hier mal durch. Bohnen hier mal zuallererst. Na, lecker. Karotte. Die Karotten haben wirklich gut diesen Kardamom-Geschmack aufgenommen. Das schmeckt wirklich, wirklich hervorragend. Und jetzt hier zum Highlight natürlich hier der schöne Brokkoli hier. Nehmt mir das große Stück oder oh, seht euch das an. Lecker. Ist noch ziemlich heiß, gell?
Oh Leute, ey. Wirklich sensationell. Hier mit der Butter, mit dem Kardamom. Hast du diese roten Pfefferbeeren dazu? Ein Träumchen. Leute, es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. War schön, wieder mal für euch kochen zu dürfen. Und ja, wie gesagt, es geht mit meinem Kanal jetzt wieder bergauf. Ich habe noch einige Videos vor, was ich machen möchte. Habe auch schon eingekauft für euch. Und ja, damit bedanke ich mich beim Zusehen. Ich werde mir das jetzt noch richtig gönnen. Und vielleicht macht ihr es ja nach. Dann schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, meine Freunde. Euer Graf Snekulé.